So, wir betreten jetzt Halle 5. Die Halle 6 gehen wir einmal außen rum und bewegen uns dann innerhalb der Linien links nach rechts oder umgekehrt. Balkonia. Ihr könnt euch T-Shirts kaufen, handgedruckt. Ja. Monopoly, Harry Potter, Barbie. Ich bevorzuge doch das Original Monopoly. Crazy Crew. Grand Total. Kristallglas. Schön. Kleinteile, Lego-Menschen, so ein bisschen ähnlich, was auf der Gamescom in Halle 5.1 und Halle 5.2 war, Merchandise. Schach, wie letztes Jahr. Mit zwei Figuren in einem Feld. Der Duft in der Nase. Einer.
Ich gehe mal davon aus, dass sehr viele Spiele, die im letzten Jahr vorhanden waren, auch dieses Jahr wieder gezeigt werden. Nicht reingehen, das ist nur Verkaufsstand. Nee, dann.
So, das war jetzt der Rundgang. Jetzt gehen wir spezifisch mal in den Spielen selber rein. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt, weil ich will ja was von den Spielen sehen und nicht von den Leuten. Dann gehen wir mal los. Eine Trommel, die ist gut für dich. Die kannst du, wenn du möchtest, direkt einsetzen, weil die trommelt deine Maulwürfe. Ja, dann kannst du die direkt wieder hier reinlegen. Das sind 2 Minuspunkte weniger. Das tut Hallo, dürfen wir was zeigen, erklären? Klar, können Sie mir was zeigen.
sehr gerne. Aber nur kurz, weil ich will ja alle Hallen durch Müll. Ja, ist überhaupt kein Problem. Ich würde auch gar nicht groß aufbauen, sondern einfach nur grob erklären. Okay. Im Endeffekt ist es ein Puzzle-Memo-Kombination. Memory und ein Puzzle-Spiel sozusagen. Ah. Weil ich auf der einen Seite diese Sechsecke benutze, um ein Spielfeld zusammenzubauen. Und sobald ich das fertig habe, liegt in der Mitte ein Memo-Teil. Ich muss mir passende Pärchen raussuchen und sobald ich eins habe, lege ich sozusagen den passenden Elementargeist auf das passende Pfadfeld, das ich vorher ausgesucht habe. Ja. Das gibt mir Punkte. Wenn es das Element ist, auf das ich spiele, gibt es mir Doppelpunkte. Aha. Und so kann ich einen Engine an Punkten aufbauen. Kein Würfel dafür da? Es ist kein Würfel dafür da. Es ist, man muss es merken, man muss es richtig kombinieren. Dementsprechend für Kinder ein leichter Einstieg, weil Memo ist leichter erkennbar. Da kurz anklopfen, sie hat Eddings. Das Alter ist mit dem Merken immer so problematisch, ne? Deswegen ist es ein unechtes Memo. Jedes Pärchen gibt es mehrfach. Das heißt, man hat die Chance, auch mehrfach zuzugreifen, was das angeht, damit man auch, ich sage jetzt mal, in unserem Alter aufwärts, die Chance hat, auch noch was zu finden. Und der Vorteil ist, durch das, wenn ich ein Pärchen habe, lege ich eins bei mir rein und das andere muss ich bei einem der Mitspielenden reinlegen. Das heißt, selbst wenn ich nicht gut bin, ich kriege von den anderen was und kann aber trotzdem anfangen, über eine zweite Ressource das optimiert zu bauen, um noch Punkte zu kriegen. Wenn das Memo durch ist und die Dinger ausgegeben sind, zähle ich einmal die Punkte und das war's. Und der Verlierer darf die ganz kleinen Teilchen... Naja, Wetteinsätze sind nicht zwingend vorgeschrieben, aber was am Tisch Regel ist, mische ich mich nicht ein. Ja, ja. Das wäre der ganz kurze Kurzüberblick. Mal kurz erklären lassen. Eine Art Memory mit... müsste man selbst ausprobieren. Also es ist schon interessant. Risiko. Das heißt, ein altes Spiel, aber immer noch. Das große Strategiespiel. Ja. Mit Truppenkarten ausgeprägt, statt die Karten des Kontinents. All die Spiele, die hier sind, ich glaube, wenn man sie alle durchprobieren würde und dürfte, da bräuchte man mehrere Leben. Von Kartenspiel, das Brettspiel, Denkspiele, Strategiespiele. Für die Kinder ist hier gerade wer kennt das nicht? Twister. Cluedo, was ich online habe. Online-Spiel macht, habe ich eher verstanden als real, weil, naja. Tabu. Haben sie immer groß Werbung gemacht im Fernsehen. Spiele des Lebens. Auch als Online-Version über das Team. Master Mint. Da hat einer was fallen lassen. Hier gewinnt. Das ist natürlich interessant. Was haben wir denn da?
Person hier ist und welche Person sie. Wer ist welche? Wer ist oder besser, wer ist es? Sorry, kannst du mir aufschreiben? Seid ihr bereit? Habt ihr euch eingeloggt? Ja. Das bleibt jetzt so. Und jetzt heißt es Ja-Nein-Fragen. Clevere Ja-Nein-Fragen stellen. Da möchte man doch wieder Kind sein. Ja. Man baut hier so eine kleine Art Spielfeld auf. We have to take it with this. All right. Okay. And I will take yours in return. Whether this was a ghost. Oktoberfest. Schöne Bilder für Sie. Für Zerte. Weißt du nicht, welche danach kommt, ne? Es gibt ja aktuell 4 Golden Dark Pack. Ja, aber die müssen die nicht mehr zugeben. Royale. Sensible Spiele. Du siehst selber. Bei den kleinen Teilen ist es immer so, nicht dass etwas unterm Staubsauger verschwindet. So, mal ein kurz ein Reset machen. Es ist manchmal besser, wenn man die Spiele mehrmals ausprobiert oder mehr. Habt ihr auch einen Würfel? Das ist
BlackRock. Naja. Oh. Ja, da haben wir wieder ein paar Crossplayer. Seht ihr? Los. Genau wie auf der Gamescom, nur halt ein bisschen weniger. Aber die gibt es auch hier. Hab mir mal erlaubt, einen Kaffee zu holen. Die waren so nett. Haben mir da ein Tässchen Kaffee gegeben. Aber keine Milch. Auf Zucker kann ich notfalls verzichten. Aber Milch muss rein. Oder wie heißt es nochmal, wenn der Zoll kommt und kontrolliert? Sie trinken ihren Kaffee schwarz. Das ist illegal. Kaffeeschwarztrinker. Asiatiger. Stevens. Asiatiger, aha. Auch wieder ein Kartenspiel. Das sind Trading-Karten, ne? Sorry? Trading-Karten. Trading-Cards? No, no, no. No Trading-Cards. This is this is for solo modes. This for Ach so, das ist mit Handy, ne? Sorry. I don't speak German. My German, mein Englisch ist... Not very good. But this is for... These are promo cards for solo. And for games, other games. Aber not Internet, ne? Not in? Not Internet, PC. No, no. Yeah, the rules are. The rules you can download. And these are the three games we are launching this year. Ah, yeah. Okay. Ja, mein Englisch ist grottenschlecht. We don't have any. Ist das sensationell zerstört? In der heutigen. Kleinteile hätte ich Panik, dass sie mit dem Staubsauger verschwinden. Kenne ich aus dem letzten Jahr.
aber einige Denkspiele auf, nicht alle. Wie heißt das Spiel? Tokyo King of Tokyo Duel. Ich hätte Probleme mit zu vielen Kleinteile. Ja, geht noch, finde ich. Ja, wenn was runterfällt und der Staubsauger zufällig an ist, ne? Zwar nicht Crossplayer viele hier, aber einige laufen hier wirklich in schönen Kostümen rum. Die Sachen ist da wirklich Mühe gegeben. Ja, mal schauen mal. Oh, no. Then the wolves are hungry and try to catch the bunny. Ah, so. The movements are like this. You take the card, place it close. The bunny takes the card, place it close. First the bunny, take the card, place it under the old card, and the old card is going back to the hand. Then the wolf revealing the card, placing it on top of the old card, and is going back to the hand. So the bunny runs to the bunny holes, one of the bunny holes, and the wolf running to the bunny. There are objects. The tree, if the animal is hitting the tree, then it's losing card of the hand. So then take one card out of the hand, out of the game. And the fence, the bunny can just go below the fence, and the wolves cannot. And here the wolves can jump over the fence, and the bunny cannot. The wall. That's the whole explanation of the game. Bella de Mogsflash? Ja. Nur die Regeln sind Englisch dabei. Ja. Wie nutze ich die? Das Schöne ist ja, wenn man sieht, wie die Leute spielen, dann versteht man das auch ein bisschen. So.
keine Ahnung, wie das funktioniert. Schwarze Magie. Keine gute Idee. Hier sieht man schon drauf. Puh, da hat einer gerade fliegen lassen. Da hat sich einer gerade richtig entlüftet. Boah. Jetzt so lang hinten. Hallo vom Tisch. Achso, würde es klingeln, wenn du drei Glocken in deinem Gesamtset hast? Nee, dass du dazu eingeteilt warst. Ich war es nicht, deswegen war ich nicht dabei. Ah. Ich habe heute Morgen eine Schnelleinführung von allen Spielen gegeben, hier jetzt nicht. Von daher muss man immer gucken. Ich habe es jetzt am Sonntagabend erfahren von den neuen Spielen. Thank you.
Ein düsteres Spiel. Ihr findet euch ja auch natürlich auf dem Weihnachtsmarkt. Aber trotzdem interessant. Smart Games. Wahrscheinlich Minispiele. Wo ist das denn?
alle Teile verbauen. Unser Kiddies. Der Geruch beim Altenheim, das hört sich mal cool an. Okay, warte, dann schauen wir mal. Du hättest genommen, liebe Tarku, bringt meine Zukunft mehr Geruch in einem Altersheim. Okay, dann mach ich mal. Liebe Zauberkugel, bringt meine Zukunft mehr wilde Herzbuben. So, und das, was eben lustiger ist, das entscheidet der Spielleiter, bekommt die gelbe Karte und die Person leitet die nächste. Lies dann vor, dass selber keine Karte abgeben. So eine Art Frage-Antwort-Spiel, ne? Genau, richtig. Geht halt auch um den Humor, die treffen der anderen Person. Aber der ist cool mit dem alten Heim. Ja. Naja, ich hätte noch ein paar Jahre in Zeit. Ja, aber hoffentlich. Von mir. Ich habe von mir gesprochen. Achso, nicht von mir. Siehst du mal. Trotzdem danke. Aber ja. Honigschwein-Echsen ist auch ein schönes Spiel. Ich morgens nur Kopfschmerzen morgens. Ja. Das war natürlich ein Witz. Wir trinken nicht viel Honigwein, ist was Feines, und das trinken wir aber ganz, ganz wenig. Am besten schön heiß und bei kaltem Wetter. Gefängnisausbruch. Jailbreak. Also ich kann jetzt nicht in jeden Bereich rein und da einfach ein Video machen, das ist dann auch unhöflich, ne? Aber ich versuche einige Sachen hier auf Video zu bannen.
ist ja auch kurz 29 Euro, mal wieder in Produktion, kein China. Ich habe mir jetzt da eine Karte geholt. Eine junge Dame hat mir da mal ein bisschen was erklärt zu dem Spiel. Das ist so eine Art Mathematikspiel. Das ist eine Art Mathematikspiel, ne? Ja. Und da muss ich ja was würfeln, zahlen. Soll ich es mal erklären? Ja, klar. Ja. Ja. Ihre Tochter hat mir das schon versucht zu erklären. Kleine Nasennahrung vorab. Ja, klar. Ich bin nicht gierig, sonst wäre das Ding schon weg. So, also. Jedes Spiel besteht aus 30 Würfeln. Ja. Auf jeden Würfel die Augenzahlen von 1 bis 5. Ja. Bei der 1 ist noch der Spielname mit drauf, hat sonst jetzt keine weitere Bedeutung. 2, 3, 4, 5 und anstatt von der 6 sind verschiedene zweistellige Zahlen auf den Würfeln drauf. Bei den Frauen hier in dem Spiel die 10er-Zahlen von 10 bis 19, jeder Würfel am Ende des Spiels 1 Punkt wert. Bei den Weißen die 20er-Zahlen, jeder Würfel 2 Punkte wert. Und bei den Rosa die 30er Würfel, jeder Würfel 3 Punkte wert am Ende des Spiels. Wollt ihr mitmachen? Wir fangen gerade an. Ja. 30 Würfel im Spiel. Ja. Auf jeden Würfel die verschiedenen Augenzahlen da von 1 bis 5. Bei der 1 noch der Spielname mit drauf. Und anstatt von der 6 sind verschiedene zweistellige Zahlen drauf. Bei den grauen 10er-Zahlen von 10 bis 19 jeder Würfel 1 Punkt wert am Ende des Spiels. Bei den weißen die 20er 2 Punkte, 30er 3 Punkte. Ja. Entsprechend der Würfelfarben sind die 10er, 20er oder 30er Zahlen. Sonst haben die Farben jetzt auch keine andere Bedeutung. Reine Geschmackssache, welche Farbkombi das mal am Ende des Tages spielt oder ob man eine einfarbige Würfelmischung mit hat. Ja. Das ist wirklich ein Geschmack. So, am Anfang kommen alle Würfel in den Beutel mit rein. Ich mache es am Anfang ein bisschen leichter und nehmen wir mal die schwierigen, hohen Zahlen mal raus, damit ihr da nicht zu große Herausforderungen am Anfang mit habt. Erlauben Sie mir nur zuzugucken, ja? Du musst nur richtig würfeln da an der Stelle. Ja? Also insofern, wir haben drei Spielvarianten. Wir spielen jetzt am Anfang der Gemeinschaftsvariante. Jeder darf mithelfen. Derjenige, der zuletzt gewürfelt hat, der bekommt den Würfel mit der berechneten Zahl und den entsprechenden Punkte. Das, was wir gerade vorhin gemacht haben, das Beatblocks in das Battle, da geht es darum, wer sieht nach einem Wurf zuerst eine mögliche Lösung, der ruft Stopp und bekommt die Punkte. Also du kannst nichts falsch machen, du musst nur richtig würfeln. Und dann kann man es noch solo spielen, das erzähle ich dann, wenn wir die Grundvariante jetzt mal gespielt haben. Am Anfang werden sie alle gewürfelt, alle gemischt, die Würfel. So, dann sucht man sich eine Stadtspielerin aus, du wählst fünf beliebige aus und hast den ersten Wurf damit. Und hofft, dass mindestens eine zweistellige Zahl mit dabei ist. So, auch ihr könnt euch noch Nervennahrung nehmen, wenn es dann leichter geht. Ja. Wenn du einen siehst, ist auch nicht schlimm, weil du weißt nicht, was du würfelst. Ja. So. Wenn man nach einem Wurf keine zweistellige Zahl berechnen kann, oder wenn keine da ist, einfach, dann hat man einen Fehlwurf. Und nach jedem Fehlwurf ist reihum der nächste Spieler dran und hat die Chance zu punkten, wenn er richtig würfelt. So, auch keine zweistellige, dann darfst du würfeln. 17. Ja, so, jetzt geht's los. Jetzt muss man versuchen mit den Würfeln, mit Plus, Mal oder Minus, jede beliebige Kombination ist erlaubt. Ihr müsst nicht alle drei Rechenarten verwenden, ihr könnt sie aber verwenden. Ihr könnt Klammern setzen, wie ihr lustig seid, es gilt kein Punkt vor Strich oder sowas. Ihr könnt alle Würfel verwenden, ihr müsst sie nicht alle verwenden. Aber man kommt nicht auf 17 oder so. Ja, aber ihr dürft jeden Würfel auch nur einmal verwenden. Ja? Also ihr könnt zweimal die 5 nehmen oder zweimal die 4, weil die zweimal gewürfelt worden ist, aber ihr könnt jetzt nicht dreimal 4 oder sowas machen.
Ja, jetzt in dem Fall auf die 17 zu kommen, ja, ist schwierig. 5 mal 4 sind 20. Kommen wir nicht hin. Ja. So. Das heißt, wir haben jetzt zwar zweistellige Zahl gewürfelt. Der hat ja gewürfelt, du, ne? Ja. Aber wir können keine gültige Berechnung machen. Dann haben wir auch einen Fehlwurf und drei um, der nächste darf. Ja, so. Jetzt in dem Fall darfst du aber vor deinem Wurf, wenn noch beliebige unberechnete zweistellige Zahl da sind, musst du eine davon setzen für die nächste Berechnung. In dem Fall ist es ja nur die eine. Also wird die 17 gesetzt für die nächste Berechnung und du würfelst nur mit den 4 restlichen Würfeln. Da geht was. Ja. Ja, gut gewürfelt. 5 mal 3 sind 15. Jawohl. Gewonnen. Stark. Gut, das ist jetzt deine. Der Verlierer, der auf den Würfel. So, dann wird keine weitere, ist mehr gewürfelt. Wenn noch eine weitere da wäre, könntest du schauen, ob noch mehr berechnet werden kann. Ja. Hier haben wir jetzt alle schon rausgeholt. Das heißt, du ersetzt jetzt den Würfel mit der berechneten Zahl wieder durch einen neuen Würfel aus dem Beutel. Bist weiter am Zug und hast den nächsten Wurf mit allen 5 Würfeln. Es sind immer 5 Würfel im Spiel. Wenn eine gesetzt ist, wird dann mit 4 gewürfelt, sonst immer mit allen 5. Das ist eine 1. Das ist eine 1, ja. Jetzt versuchen wir auf die 30 zu kommen. 5 mal die 6. 5 mal die 6 für eine Lösung, ja. Aber wir kriegen keine 5 mal 6 zusammen noch mit dem Wurf, oder? 5er sind ja jetzt eine Stadt. Ja, 3 mal 10 wäre noch eine Alternative, da fehlt uns aber eine Augenzahl. Also wir kommen nicht auf die 30, würde ich sagen. Oder? So, also Fehlwurf dann, die 30 bleibt besetzt für die nächste Berechnung und der nächste Spieler versucht mit seinem Wurf eine Lösung zu finden. Gut gewürfelt. Nicht gleich zu sehen, aber gut gewürfelt. Ja. 12 mal 2 sind 24. Ja, aber ich gebe euch jetzt einen Tipp. Ihr dürft zwar nur Plus, Mal und Minus verwenden für die Lösung oder für die Lösungsfindung, hilft manchmal auch die Division. 30 durch 3 wären 10. Ja. Und hier auf 10. Ah, ja, okay. Das geht ja auch. Dann könnt ihr 10 mal 3 machen, ja. Teilen dürft ihr nicht für die Lösung nehmen, aber für die Lösungsfindung ist das ganz hilfreich. Weil nicht aus der Wurzel ziehen, ne? Bitte? Nicht die Wurzel ziehen. Nee. Die hilft dir. Kannst du 3 mal 4 ist 12, minus 2 ist 10 machen, mal 3. Oder du kannst 2 mal 3 ist 6, plus 4 ist 10 machen. Ja, okay, ja, klar. Hm? So, wer hat schon jetzt gewürfelt? Ja. Du, also deiner, dann ersetzt du den wieder und hast den nächsten Wurf, bleibst am Zug. Gut gewürfelt, jawohl. Das entscheidet derjenige, der gewürfelt hat, ja, wenn du Unterstützung möchtest. Ja, 3 plus 1, 4 mal 5, ja, 20. Gut. Dann darf ich den haben und wieder. Wann hat man gewonnen? Wenn der Beutel leer ist und zu wenige Würfel für den nächsten Wurf vorliegen, ist das Spiel aus und dann wird gezählt, wer die meisten Punkte bei sich liegen hat, gewinnt. Und da zählen, am Schluss zählen die Zehnerzahlen. Deswegen ist es auch egal, ob man jetzt einfarbige Würfel hat in sein Set oder ob man da 3 verschiedene Angriffsfarben hat. Okay. Das ist einfach. Ja. 2 mal 5. Oder 5 plus 5. Viele Wege führen nach Rom in dem Fall. Ja. Auf alle Fälle deiner, oder? 2 mal 5. Ja, klar. Oder 5 plus 5. Ja. Gut. Dann ersetzt du den wieder. Die 10 bleibt bei dir. Du für den 10er nimmst du einen 9 und hast den nächsten Wurf. Bleibst dann zu. 27. Gut gewürfelt. 9 mal 3. Ja, stimmt. Mhm. Sorry. Also, die Eselsbrücke mit der Division hilft dann manchmal. Dann sieht man es relativ schnell. Ne? Wenn man weiß, 27 lässt sich durch 3 teilen, kriege ich da noch eine 9 zusammen. Das sieht man dann recht schnell und kann 9 mal 3 machen. Und hat trotzdem keine Regel gebrochen. Okay. Dann wieder ersetzen den Würfel. Gut, Kopfrechnen für mich. Ja. Ich bin richtig schlecht im Kopfrechnen. Ich bin ein bisschen besser im Kopfrechnen. So,
Seid ihr nur heute da auf der Messe? Wir haben jeden Tag um 12 und um 14 und um 16 Uhr ein Speedluxinus Battle. Der Gewinner gewinnt ein Spiel. Ich bin kein Schnelldenker. Speedluxinus Battle. Ich bin eigentlich sehr schlecht im Kopfrechnen. Ja. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, die anderen Tage, weil heute haben wir jetzt schon 3 Speed Battles gemacht gehabt. Bei Speedluxinus. Ja, ja, also mal. Danke für das Ganze. Sehr gerne. Ja, wenn du willst, kannst du gerne mal einen Flyer mitnehmen. Ich bin, wie gesagt, 4 Tage jetzt hier. Oh, ja. Sonntag. Vielleicht gucke ich auf jeden Fall noch vorbei. Können wir noch ein bisschen shoppen. Gerne. Vielleicht bringe ich mir ein Arcade-Auto mehr mit. Alles klar. Wir können ja mal ins Brettspiel fahren. Spaß beiseite. So, ich mache mal hier Stopp. Ich bin bei 41 Minuten. Kleinteile. Die schwinden bei mir schnell unter dem Staubsauger. Ja. Wir haben immer unter dem Schrank gucken, wenn die alle ganzen Anleitungen. Ich gehe jetzt nur noch zum Martell, ja, die Schlange fängt dahinter und denke an, mal, dass ich die Halle 5 abschließen werde damit. Space Invaders, da gehen wir auch noch mal hin. Das ist ja natürlich ein Thema, was mich immer anspricht. Space Invaders, die habe ich, glaube ich, letztens in Halle 2 gesehen, letztes Jahr. Oh nee, doch, ja, noch Halle 2. Ja, letztes Jahr war der Aussteller in anderen Hallen gewesen. Ich glaube, das war Halle 2 oder Halle 3. Müsste mal in den Videoarchiv gucken. Die Arcade bricht einem das Herz gut, bestätigt. Ja, Moses war mit gewesen. Snacky. Uno. Gewesen, aber Martell wollte ich noch runter. Ja,
Naja, sofern es Crossplayer sind. Und ja, ich kenne noch die Werbung von früher, von Mattel. Also die Spielideen sind hier sehr vielseitig. Man kann nicht meckern. So, ihr lieben Leute, jetzt sind wir in Richtung. Ich denke mal, dass heute noch zwei Hallen reichen. Wir dürften jetzt schon 5 Uhr haben. Und wir sagen mal, wir verabschieden uns für heute. Ich sag mal, ciao, bis morgen.